So, also geladen müsste der jetzt schon sein. Ist der Block in der Mitte da? Ja, der Block ist noch da. Gut. Also, wir haben hier oben den Knopf einmal gedrückt. Wir haben die Kiste überprüft. Wir haben die Throne überprüft. Wir haben die Wände überprüft. Wir sind hier und hier nicht hingegangen, weil wir hier eigentlich schon alles gemacht haben. Gehen wir mal ganz zum Eingang. Da können wir nicht durch. Da schreibe ich mal ein A hin. Ist kein Platz mehr für ein A. Na, das lassen wir. Okay, dann hier einen Schalter drücken. Jetzt können wir da durch. War der Schalter schon vorher da? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, nichts anderes machen. Immer schön eine Sache zur Zeit, sonst weiß man nicht, was was bewirkt. Und A ist immer noch da. A ist immer noch da. Und das A oben ist auch immer noch da. Schade. Na gut, zurück zum Schalter. Wenn wir denn hier irgendwo durchkommen. So, hier ist ein Hebel, den wir vorher nicht gedrückt haben. Jetzt können wir wieder zurückgehen und könnten hier mit den Hebeln rumspielen. Und mit der Druckplatte. Wie viele Steine brauchst du? Bestimmt ganz viele. So. Dumm. Das A ist schon mal verschwunden. Und testen wir das. Nördliche A ist noch da. Und das A ist auch noch da. Und das A auch. Schade. Also wir haben jetzt den Hebel an der Säule gedrückt und wir haben beide... Ne, die Druckplatte wurde nicht aktiviert von dem Stein. Wieder zurück. So, so und den Stein schubsen. Jetzt kommen wir immer noch hier durch. So weit, so gut. Und wir haben jetzt beide Druckplatten aktiviert und den Hebel gedrückt. Und jetzt, bitte, bitte, bitte... Da geht's schon mal nicht. Da geht's auch nicht. Hier auch nirgends. Bleibt nur noch das A oben. Komm schon. Ich will nicht zwei Folgen lang an so einem dummen Rätsel hängen. Silberkelch. Diese Hand ist nicht. Nichts passiert. Irgendwas muss hier noch gemacht werden. Das kann nicht sein, dass wir in so einem wichtigen Raum bloß einen Silberkelch finden. Die Götter haben alle Elemente hier vereint. Müssen wir jetzt jeden Zauber einmal sprechen? Also ein Frostzauber, ein So-und-so-Zauber, ein So-und-so-Zauber? Können wir auch gar nicht, denn hier ist ein Anti-Magie-Raum. Keine Magie. Nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Ich drücke jetzt überall mal den Kelch. Oh, vielleicht müssen wir die Schlacke mit dem Kelch kombinieren. Oder die Schlacke bei uns tragen, irgendwie drücken. Was sagt das Gesicht genau? Der Amboss der Dämmerung, der Mittelpunkt der Schöpfung. In seinem Licht entstehen und vergehen alle Dinge. Durch seine Macht nahmen die Götter selbst Gestalt an. Das widerspricht aber... Das Wunder der Schöpfung. An diesem Ort versammelten sich einst die Götter, unsichtbar für die Augen anderer. Es war die Dämmerung der Zeit. Also es gab zuerst den Amboss, da wurden die Götter erschaffen und die Götter erschufen die Zeit. Das hilft uns aber nicht bei dem Kelch. Haben wir noch irgendetwas? Wir haben unsere Waffen, wir haben Questgegenstände, die wir hier wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Wir haben irgendwo unseren Magiesack gelassen. Horn des Durchgangs. Das Horn des Durchgangs können wir probieren. Aber das ist nicht wirklich eine Tür.
Wo haben wir jetzt unseren Magiesack gelassen? Der war am Eingang auf der Eindruckplatte, richtig? Gut, dürfen wir nicht vergessen. Also. Hier ist das nördliche A. Nö. Nehme ich wieder die Unheilsschlacke in die Hand. Nur für den Fall, dass wir es irgendwo mal benutzen müssen. Dich können wir nicht wegschieben. Das heißt, da hinten ist auch A. Mann, Mann, Mann. Na gut, drücken wir dich nochmal. Was ist da unten eigentlich? Da ist noch so ein kleines Fitzelchen, das wir nicht erforscht haben. Hier ist eine Wand, die kennen wir schon. Nee, und hier links ist nur ein Stein. An den wir nicht rankommen? Nö. Hm. Das interessiert mich jetzt mal. Also gehen wir jetzt wieder zurück zur... Jetzt können wir durch. Jetzt schubst du mir den Stein da weg. Der überrollt unseren magischen Sack. Und wir können hier nicht durch. Du brauchst hier weder Kraft noch Trick und auch kein Muskelspiel. Geduld stattdessen und Geschick führen schon bald zum Ziel. Ja, Geduld braucht man definitiv. Warum können wir nicht in das ganze Gebiet da unten? Das ist komisch. Und der Schalter scheint nur diesen Weg hier zu blockieren und zu lösen. Okay, wieder zurück. Du bist gedrückt. Du bist nicht gedrückt. Was soll das denn? Die Druckplatte wird nicht gedrückt. Oh, wahrscheinlich müssen wir erstmal den Sack mit den magischen Gegenständen darunter nehmen, damit die gedrückt werden kann oder so. Ist ja auch komisch. So, du wieder zurück. Du drückst die Druckplatte. Gut. Wir können die drücken. Können trotzdem nicht da durch. Zumal da ja auch ein Stein rumliegt. Also muss es da eigentlich irgendwie hingehen? Hilft uns aber auch nicht wirklich weiter. Außer da ist jetzt noch ein Geheimgang. Was vom Platz her sogar einigermaßen hinhauen könnte. Also, hier haben wir definitiv das Rätsel gelöst. Denn es gab zwei Druckplatten, die nur ausgelöst wurden, wenn wir selber uns raufstellen. Oder ein schwerer Steinblock. Das waren die und die. Und da sind jetzt jeweils Steinblöcke drauf. Das Uhrzeigerrätsel haben wir auch gelöst. Oh. Er sagte, die Götter haben quasi die Zeit erschaffen. Und wir haben einen Raum, der sich mit der Zeit beschäftigt. Da ist Teleporter D. Gehen wir doch mal kurz nochmal in den Zeitraum. Vielleicht hat sich da ja irgendwas verändert. So, wir müssen ganz woanders hin. Aber hier können wir uns auch nochmal kurz umgucken. Der Teleporter ist da und trotzdem wird der Block nicht wegteleportiert. Was soll das denn? Dafür machen wir den Block jetzt kaputt. Ja, das ist so ein ultra harter Block. So. Und du führst dahin, den hätten wir dich darauf schieben können. Du warst Stein. So. Und wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Doch, da. Also hier hat sich schon mal nichts verändert. Gucken wir kurz in den Nachbarraum. Da kommen wir nicht auf den direkten Wege hin, weil hier ein Armweg ist. Bald haben wir sie alle. Ja, ich habe mir das Ende auch ein bisschen epischer vorgestellt, als
einfach immer nur irgendwelche A's in eine Karte einzuzeichnen. Aber mal gucken, was noch kommt. Da geht's nicht durch, da geht's nicht durch. Dumm, dumm. Da geht's rum. Euch zeichne ich jetzt nicht ein. So, hier ging's lang. Vielleicht müssen wir alle Würmer töten. Das könnte sein. Und jetzt haben wir unseren magischen Sack am Anfang liegen lassen, sonst hätte ich noch einen Trank getrunken. Blitzstab. Geht hier Magie? Nein, natürlich nicht. Komm, stirb. Na, eher wären wir gerade gestorben, was? Magie geht nur in diesem Bereich. Also ja, es könnte echt sein, dass wir alle Monster töten müssen, damit irgendwas aufgeht. Auch wenn das ganz schön komisch wäre. Aber na gut. Ich will keine Möglichkeit ausschließen. Oh. Na, gleich nochmal. Wir haben ja genug Mana. So, stirb. Die sind echt nervig. So, jetzt aber. So, endlich still, kein Gegrunz mehr. Gucken wir kurz in den Uhrenraum rein. Alles wie gehabt, überall Druckplatten. Den nehme ich jetzt mal weg. Einfach nur so. Die Gesichter sind alle noch da und im Süden war kein Gesicht und ist immer noch kein Gesicht. Dann gehen wir wieder durch den Teleporter Nummer D. Nee, E. Und vielleicht war es ja die eine Druckplatte, wo wir was hätten runternehmen müssen. Oder halt das letzte Monster. Ist mir auch ziemlich egal, was es war. Ich will nur weiter können. Nee. Die beiden sind schon mal nicht weg. Und. Er ist auch nicht weg. Langsam fällt mir echt nichts mehr ein. Also. Gehen wir es nochmal ganz ruhig durch. Ich neige dazu, Sachen komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. Wir sind in den Dungeon reingekommen. Wir haben den Hinweis bekommen, dass Geduld hier wichtig ist. Wir haben die Steine hin und her schieben müssen, damit wir überhaupt erst in den mittleren Bereich reingehen konnten. Danach wurden nach und nach, indem wir hier diese Unterbereiche gelöst haben, welche von den unsichtbaren Mauern weggenommen, sodass wir in den nächsten Unterbereich gehen konnten. So haben wir den gelöst und vermutlich auch den gelöst. Obwohl wir uns da nicht sicher sein können, weil es ist keine Wand weggegangen, nachdem wir diesen Bereich hier abgeschlossen haben. Also müsste das Rätselslösung wirklich hier oben noch drin sein. Das heißt, wir haben irgendwas da nicht gemacht und dadurch wurden keine Wände entfernt. Nur was? Wir haben oben Throne, die hell sind, und unten skelettartige Throne. Und das sind auch gleich viele. Und die sehen alle gleich aus und man kann nichts da machen. Kann man den Thron vielleicht den Kelch vielleicht ablegen auf einem Thron? Nein. Vielleicht müssen wir jetzt den richtigen Thron wählen oder so. Und es ist ein silberner Kelch. Wofür sind Kelche da? Um Flüssigkeit aufzubewahren. Was für Flüssigkeit haben wir hier? Keine. Also vor der Haustür haben wir ein Meer aus Eis. Aber ich denke nicht, dass wir, um das Rätsel zu lösen, den Dungeon wieder verlassen müssen. Oh, da konnte ich gerade was. Oh, wir können ihn wegschmeißen. Ja, schön. Und er fliegt ganz weit. Super Eigenschaft. Für ein von den Göttern geschmiedetes Artefakt. Man kann es weit werfen. So, hier auch nirgends. Nö,
Nö. Gehen wir nochmal jede Wand ab. Es hat jede von diesen kleinen Säulen. Das ärgert mich jetzt echt. Wir sind jetzt schon... Ich glaube, das ist die zweite Folge, wo wir durchgehen und nur versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Und die letzte unsichtbare Wand wegzubekommen. Weil, wenn man schon an diesem eisernen Guardian da vorbei ist, dann hofft man doch schon, dass man langsam dem Ende entgegenstrebt. Und da ist es nicht besonders aufbauend, wenn man dann plötzlich so nicht weiterkommt. Doofe Truhe. Hier kann man auch nirgendwo irgendwas machen. Vielleicht hätten wir die Truhe, den Becher liegen lassen sollen. War es vielleicht ein Test? Nee, ich denke nicht. Es darf nichts geben, was das Spiel bricht. Also, dass man irgendwas macht, wo man dann nicht weiterkommt. Also, wir haben alle Drohne gecheckt. Wir haben fast alle Säulen gecheckt. Aber nicht alle. Das mache ich jetzt noch kurz und dann weiß ich langsam echt nicht weiter. So. Nirgendwo ein Schalter, nirgendwo flackert was. Na. Na gut. Abspeichern. Das wollte ich das überspeichern? Ich glaube, hier hatten wir den Block benutzt. Ne, das überspeichere ich mal nicht. Ich nehme mal hier unten den Speicherstand. Überschreibe ich jetzt mal. 83b. Und wir sehen uns gleich wieder.